Ich war mir so sicher. Ich war mir auch sicher. Bist du dir sicher, dass das nicht ist? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, ihr habt es euch gewünscht, eine weitere Ausgabe von Klamotten blind erraten, allerdings nicht in meiner Homebase, wo es für mich ja Heimvorteil war. Also ich habe ja jedes Piece erraten. Heute wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Wir sind heute im Hypnitz im ersten Bezirk. Heute der erste Tag, an dem die letzte Kollektion von M&M hier ausgestellt wird. Freunde, bleibt geduldig. Nächstes Monat ist es hoffentlich schon soweit und M&M Tabula Rasa erscheint. Freunde, mit wem mache ich das Ganze? Ich mache das mit dem Betreiber und Besitzer von Hypnitz. Er steht auch schon hier. Der liebe Fabian. Perfekt mit dem Bier. Das ist ja. Fabian, danke schön. Dreh und Trink auf der, in der Erwachsenenversion. Selbstverständlich. Trink nochmal schnell aus. Wir machen heute Klamotten blind erraten. Ja, habe ich schon gehört. Du hast natürlich einen großen Vorteil. Das haben sich die Leute gewünscht tatsächlich. Ja, ich habe es auch oft in den Kommentaren gelesen. War ja sehr gefragt. Ja. Aber ich glaube, dass die Leute ein bisschen viel erwarten tatsächlich. Ich auch. Also, die haben bestimmt, ich nach dem letzten Video, habe bestimmt unrealistische Vorstellungen davon, wie das heute laufen wird. Es sind so viele Sachen. Also Palm Angels, Off-White, Balenciaga, Represent, Travis Scott, Antisocial Social Club und. M&M natürlich seit heute. Also ja, das wird, ja, wird spannend werden, genau, glaube ich. Du hast natürlich einen Vorteil, finde ich, weil das sind ja deine Produkte. Ja, ob ich das Vorteil nennen würde, weiß ich jetzt nicht so ganz. Ich habe jeden Tag so viele Shirts und so in der Hand, also ich habe keine Ahnung meistens. Also ich habe Gucci Potter die Möglichkeit gegeben, vorab mal die Sachen zu fühlen, um zu sehen, was könnte was sein. Das brauche ich nicht. Ja, schön, aber du räumst mir dieses Mal das ein, natürlich, oder? Gerne. Das sind ja deine Sachen. Das heißt, ich werde jetzt mal losgehen und versuchen, vor allem, ich bin schon so am Arsch, es ist wirklich ein langer Tag, aber ich werde versuchen, da so ein bisschen was zu ertasten, damit ich ja halbwegs eine Ahnung habe, wenn uns der liebe Markus dann die Sachen in die Hand gibt. Wir haben natürlich mal wieder mal vergessen, uns vorzubereiten. Wir müssen uns heute die Augen mit Schutzmaske verbinden. Das heißt, kennt's. Viel Spaß mit diesem ästhetischen Bild, wenn die Schutzmaske auf Mahan-mäßig ganz woanders hängt, dass sie eigentlich sein sollte. Brauchen wir jetzt noch nicht. Ich gehe jetzt mal los, fülle die Sachen und dann legen wir los. Perfekt. Prost. Prost. Gehen wir. Schauen wir rein. Off-White brauche ich nicht wirklich was fühlen. Schmutzqualität, das fühle ich sofort. Das könnte Travis Scott sein, das könnte aber auch Off-White sein. Von dem her, check, dünn und so weiter. Da, ja, check, dünn, so ein bisschen Chromharz-mäßig. Das wird schon ein bisschen dicker. Den gibst du uns bitte nicht, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Okay, wichtig von den Stoffen her, muss man natürlich auch die Nähte erfüllen. Ist es eine Blocknaht? Ist es überlappend angenäht? Da hat man auch mal schon so ein bisschen eine Ahnung, nur damit ihr wisst, wie wir da, also ich, du, Fabian, hör nicht hin, wie ich das mache. An den Necklabels kann man es natürlich auch erkennen, weil es ja eine dünne Art, okay, vom Stoff her auch schon etwas dünner. Ich gehe jetzt mal durch und wir spielen Musik unter, sodass das Ganze cool wirkt. Okay, ich fühle mich vorbereitet. M&M-Produkte brauche ich nicht angreifen, da weiß ich eh, was raus ist. Das fühle ich aus allen Dingen heraus. Aber nicht nur ich, auch die Kunden. Okay. Heute hat sich das wieder bestätigt tatsächlich. Ja? Muss man ehrlich sagen, die Kunden haben es schon gemerkt, was M&M ist, was nicht. Da ist schon ein Unterschied, ja. Also. Das ist richtig. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp. Gut, dann würde ich sagen, wir machen uns ein bisschen lächerlich und setzen diese Maske blöd auf. Ich bin gespannt, was das wird. Gib uns von einer Marke nicht das gleiche, sondern gib uns zwei von einer Marke so. Also zweimal Balenciaga, zweimal. Okay. Viel Erfolg. Danke, dir auch. Und auf eurem Kanal kommt Sneakerraten. Genau, oder? Ja, in der Infobox verlinkt, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Let's go. Mann, das sieht so beschissen aus. Egal, komm. Ah, du tust schon testen, gell? Sicher. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay. So. Da rate ich leider direkt, das ist Off-White. Das darfst du nicht sagen. Das ist Off-White. Okay. Nein, warte. Wenn er nämlich nicht recht hat. Neustart. Neustart? Na. Okay. Passt? Passt, war richtig. Ja, passt, Off-White. Kennt man am Oberseits schon relativ schnell. Wir müssen dann einfach gleichzeitig sagen, 1, 2, 3 und dann sagen wir, was es ist. Ah, ich glaube, ich weiß. Ich weiß. Ah, okay. Okay, ja. Ja? Ja. 1, 2, 1. Palm Angels. Yes. Naja, aber nicht mal so schlecht. Hast du die Augen mit runter? Na? Okay, ich auch nicht. Gut. Das ist schon krass, wenn man mit der Grammatur den Nähten so merkt eigentlich. Ja, ich bin am Stoff sehr viel und wenn es dann nicht ganz klar ist, dann hilft es, wenn man auf die Nähte geht und ansonsten das Tag zum Schluss. Ja. Mhm, okay.
okay, ich weiß. Das war gut, das war gut. Ich weiß leider noch nicht. Okay, ich doch, ich weiß auch. 3, 2, 1, Travis Scott. Yes. Das ist halt Billo-Quali. Das war easy. Das war wirklich easy. Einfach gildern. Aber der Druck ist bestimmt super. Ja. Auch wenn du mit mir wieder kleiner aussiehst. Machst du schon. Witzig, ich bin dein Gegner, eigentlich solltest du mich voll demoralisieren. Ach, ah ja, weiß ich. Ich noch nicht, Sekunde. Weiß ich. Ach, meinst du schwierig? Nö, easy. Doch, ich weiß auch, passt. 1, 2, 3, represent. Yes. Das, ich finde am Stoff und am Kragen. Ja, ich habe auch einen Kragen zu dem Gefühl. Der ist halt mega dick. Ja, habe ich. Sekunde. Ich auch, passt. 1, 2, 3, Essentials. Yes. Das war easy. Ja, das war wirklich easy. Okay, Markus, komm. Da soll mal noch jemand sagen, man erkennt keine Qualität. Ja, same. Also bitte. Ich glaube, der Sneaker ist dann doch nochmal in der Ecke schwerer. Ja, Sneaker wird wirklich schwerer. Wenn du die Silhouette und das Material und das war's. Ja, glaube ich. Na, ich warte noch kurz. Oh fuck, ich bin mir leider gar nicht sicher. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Also wenn ich da jetzt gerade lobe. Okay, passt. Wirklich? Hast du schon? Ja. Okay, warte, ganz kurz Sekunde. Ja. Ja. Kann es sein, dass du uns eine Marke nochmal geben ja, hast? Ja, das denke ich nämlich ja. auch. Ja. Okay. Okay, 3, 2, 1, Palm Angels. Nein. Nein! Was? Nein? Nein. Hä? Was? Ich war mir so sicher. Ich war mir auch sicher. Bist du dir sicher, dass das nicht Palm Angels ist? Ja, ich bin mir sicher. Ah, ich weiß. Offside. Ja, ich wollte auch offside sagen, ich schwöre. Der Tag hat mich so irritiert. Auf alles, was mir heilig ist, wollte ich auch offside sagen. War offside, oder? War offside, oder? Man kann sich über offside die Qualitätsunterschiede hören. Das war nämlich der Sweater. Ja. Und den habe ich noch gefühlt. Der ist vom Stoff her ganz anders. Ja. Das habe ich vorher gemerkt. Und da habe ich so scherzhaft zu Markus gesagt, gib uns den nicht, weil an dem erkennt man, dass es offside ist. Das stimmt. Weil er immer echt sehr gut. Der Piss hat mal trotzdem gegeben. Sehr gut, Markus. Schön, ja? Gut, dass es so klappt. Ich weiß es. Kurz schauen, weil wir haben jetzt noch... Also, oh, ich weiß es. Ja. Okay. 3, 2, 1, M&M. Weißt du, wie ich es erkannt habe, wegen der Naht hier hinten, der runden Naht? Weil wir vorhin noch drüber geredet haben, dass sie echt nice gesetzt ist. Ja, du hast hinten diese runde Naht zur Unterstützung. Aber ich wollte vom Stoff her, ich wollte nochmal schauen, ob wir dieses Seidenetikett schon verwendet haben. Und dann ist mir aber eingefallen, dass wir das erst bei Tabula Rasa machen. Ah, ich glaube. Ich find's gar nicht so easy dazu. Ah, okay. Ich hab's fast. Du hast es? Ja. Du auch? Nein. Das finde ich jetzt. Warte. Das irritiert das ist nur eine Sache leider. Ja. Du weißt es. Yes. Ich finde das Tag auch so komisch. Ja, genau. Das, daran erkennt man es tatsächlich. Bro. Scheiße. Stoff ist jetzt nicht so baba. Nee. Aber es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, dieses Etikett, oder? Nee. Nee. Ah, da vorne ist noch irgendwas. Ja, und das ähnelt sich von Kollektion zu Kollektion, bleibt das eigentlich relativ identisch. Okay, da gibt's mir Tipps. Ja, Stoff ist halt... Bro, schwierig. Es ist halt so wie Travis Scott, Antisocial Social Club, Off-White. Nein, das ist aber nicht mal Off-White. Okay, was würdest du sagen? Ich sag Travis Scott. Yes. Oh! Scheiß. Da habe ich jetzt wahrscheinlich genauso gesehen. Genau. Okay. Ich bin umgeworfen. Ja, eine noch. Und dann müsst ihr das da. Okay. Sorry. Okay. Nichts sagen. Ich weiß es. Okay. Ja. 3, 2, 1, M&M Tabula Rasa. Ja. Oh nein, nice, Alter, ich freue mich schon drauf. Das ist einfach chillig. Okay. Das war nicht erkannt, aber an dem Seidentag, weil du vorhin noch gesagt hast. Ah, scheiße, kannst schon abnehmen. Okay. Krank. Das war wirklich, wirklich schwierig. Ja, ich muss offiziell anerkennen, dass du gewonnen hast. Dankeschön. Mit einem Vorsprung. Aus, sehr, sehr gut. Sehr gemacht. Gut, tatsächlich. Hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Freunde, probiert das gerne mal bei euch zu Hause im Kleiderschrank nach und schreibt mir in die Kommentare, ob es für euch auch so easy war oder schwierig war. Mir ist auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Danke fürs Mitmachen. Danke, gerne. Wenn es euch auch gut gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn wir sowas nochmal machen, dieses Format weiterdrehen sollen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video für mich, Freunde. Und
unten in der Infobox verlinkt, die Version mit dem Sneaker. Genau. Und nicht vergessen, bald MM Tabula Rasa in einem Monat dann endlich online vorne. Seid gespannt, was da jetzt noch kommt. In diesem Sinne, das war's von Fabi. Und das war's von mir. Rein. Euer Maximilian.